Hallo und herzlich willkommen zurück bei Seven. Bei Seven Days to Die. Heute haben wir ein Problem, denn draußen ist eine Schreierin. Und wenn wir Geräusche machen, dann wird sie uns bemerken. Tobi, du Wahnsinniger. Ist sie? Da ist sie. Ich sehe sie. Sie ist im Graben und sie geht gleich wieder raus. Vorsicht, Tobias! Soll ich sie schießen? Auf drei. Eins, zwei, drei. Nice. Und okay, jetzt nicht mehr. Ja, geil. So, jetzt ist... Zappenduster. Ich kann nix. Nee, was soll das? Hab nie Schiss gehabt. Ist mir auch egal, blöde Kuh. So. War nur eine, ne? Ja. Das ist immer die Schreierin, sind die zufällig vorbeikommen bei diesem Spiel, ne? Also es ah, so viele Zufälle. Tobi. Ja? Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Ich würde gerne für den Blutmond ein neues Konzept ausprobieren, aber uns läuft auch die Zeit, naja, nicht so richtig davon, aber wir sollten jetzt handeln, wenn wir was Sicheres haben wollen. Und ich glaube, den nächsten Blutmond, der wird ganz fürchterlich, weil wir so hoch geskillt sind. Ja. Ja, doch, das, also ich glaube, einfach wird's nicht. Aber was soll's? Wir könnten den Mais hier neben der Scheune ernten, hier drüben, und hätten hier eine Fläche, auf der wir was bauen können noch. Weg von unserem Haus, neben der Scheune, die hoffentlich nicht kaputt gehen wird. Bin mir aber auch nicht sicher, ob die Scheune dann in Ruhe lassen, ob das weit genug weg von der Scheune ist. Ja. Das weiß ich auch nicht, ne? Oder hier neben dem Bauernhaus ist auch noch was. Hier könnte man theoretisch neben dem Bauernhaus, das wäre weit genug weg von der Scheune. Das ist auf jeden Fall weit genug weg von der Scheune. Wenn man hier jetzt zum Beispiel... Das dauert ja sicher nicht lange. Schon wieder hole ich mir den XP-Vorteil, indem ich Mais schlage, Tobi. Widerlich. Du könntest aber auch einfach mal mitmachen. Es sei denn, du hast was anderes vor gerade. Nee, ich bin sofort zu dir unterwegs. Ich bin bei der Brücke, bin ich halt echt unsicher. Ich finde die Idee gut, aber ich habe echt die Befürchtung, dass die einfach die Brücke auseinandernehmen und die hat ja nur so ein paar Streben. Wenn sie die halt auseinanderhauen, dann fällt alles oben runter. Ja, das glaube ich halt auch. Deswegen bin ich da, bin einfach nur vorsichtig. So. Mann, Tobi, ich genieße hier gerade die fetten XP-Vorteile. Das gönne ich dir absolut. Ich bin sofort da. Ich versuche nur gerade was. Die Dontios hageln hier nur so rein. So. Die Dontiose. So. Wie ist sie denn? Ich wollte uns eigentlich zwei Erdbohrer machen. Das Problem ist, cool. Ja. Dafür braucht man Advanced Engineering Level 5. Advanced Engineering? Okay, warte. Was hab ich denn hier alles am Stissel? Advanced Engineering bin ich Level 3, 2. Ich auch. Gut. Wir sollten die Rollen dann mal festlegen, wer wo weitermacht. Ich habe Hammer, also Hammer und Forge bietet sich an, wenn ich Level 3, das bietet sich an, wenn ich jetzt weitermache. Aber eigentlich haben wir doch genug Punkte, dass wir dann auch beides irgendwie, oder? Naja, es gibt so viel einfach, dass es, glaube ich, schwierig wird, wenn jeder alles lernt. Ja, vielleicht später mal irgendwann, aber jetzt momentan sollen wir uns erstmal spezialisieren. Achso, na gut, klar. You can craft Recog. All medical healing and performance 25% more effective. Recog haben wir noch gefunden. Recog. Fortbytes, Miracle Workle, okay. Master Chief, Master Chef. Master Chief natürlich auch, aber Master Chef würde ich gerne
Hearty recipes to fill you up for days. Tagelang satt sein, Tobi. Create wollen wir jetzt, also soll jetzt hier der Graben quasi um eine Betonwand erweitert werden oder was wollen wir jetzt machen? Also ich würde gerne hier auf dem Feld, wo ich gerade bin, ne, neben dem Haus. Ja. Ich würde hier gerne was Neues hinbauen, mit neuem Graben quasi. Aha. Mit längerem Eingangsbereich, wo der Graben sich langzieht, wo man eventuell dann diese, ne, wo man die Zombies dann zwingt, da lang zu gehen. Das klappt bei uns ja tatsächlich auch jetzt schon bei dem Haus ganz gut. Mhm. Und dann damit Selbstschussanlagen. Okay. So was haben wir noch gar nicht gehabt. Das stimmt, aber ich weiß, ich glaube, das dauert noch ewig, bis wir die machen können, ne? Ich weiß es nicht. In was investierst du denn in Skillpunkte? Warte. Yes, Science habe ich jetzt die ganze Zeit immer gemacht. Ah, ich muss gleich mal gucken, wo man die Selbstschussanlagen macht. Selbstschussanlagen sind bei... Das muss ja auch nicht von Anfang an so sein. Man kann aber schon mal darauf hinarbeiten, dass man die Selbstschussanlagen später installieren kann. Glaube ich. Ja, das sowieso. Das sowieso, wa? Richtig. Shotgun-Turrets, Rocket-Launcher, Auto-Turrets gibt's hier noch. Ja, okay, genau. Das ist bei Advanced Engineering ist das. Okay, das lernst du ja gerade, ne? Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Advanced Engineering sind wir beide Level 2. Ich bin auch Level 2 da. Oh, das ist ja sehr gut. Also, mach du das ruhig weiter, wenn du möchtest. Ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, die Farming... Ich nehme das, was übrig bleibt, ne? Die Farming-Sachen mit dem Sammeln brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Da reichen 3 inzwischen. Ich glaube, wir sind groß genug geworden, was das angeht. Bei kleineren Feldern macht das Sinn, aber da wir so große Felder haben, können wir uns das sparen. Ja, das stimmt. Ach, eine schöne Nacht ist das. So. Kurz mal verschnaufen. Also, ich wollte nur kurz Bescheid sagen, ne? Mhm. Den Maiskloppen bringt irgendwie kaum noch XP. Echt? Also, es bringt genauso viel XP wie vorher, aber das Leveln dauert, da das Leveln ja natürlich jetzt viel länger dauert. Ja, okay. Ist das jetzt das nicht so der Erfolgsgarant? Ja, das glaube ich. So. Es wäre schön, wenn man jetzt irgendein Rasenmäher oder so hätte. Oh ja, mal so ein richtig dickes Ding von Fendt. Ich würde so gerne das Schloss einfach besichtigen, das im Winter. Ja, Mann. Aber ich fürchte, wir würden da erfrieren. Obwohl, mit Kaffee könnten wir es schaffen. Kaffee wärmt auf. Kaffee ist die Essenz des Lebens. Die Essenz. Essenz, Erik. Kontenance. Kontenance, Tobi. Die muss ich mal bewahren, ja. Ja. So. Oh Gott, ist das wieder langweilig hier. Hä? Da, es gibt wieder Downvotes, weil ich ja Mais, weil ich ja wieder Mais klatsche. Wenn ich was am Crafting Table mache, kann ich dann weggehen von dem Crafting Table? Ja, ne? Ja, ja, klar, das läuft weiter. Okay. Sonst wären hier einige Folgen sehr langweilig geworden. Heute stehe ich am Tisch. Ja, ja, genau. 15 Minuten Zement herstellen. Ja, So, das gesamte Mais fällt weg. Ja, also hier das. Okay. Also nur auf der Seite, wo du gerade bist, oder auch hier drüben? Nee, nur wo ich hier gerade bin. Das müsste eigentlich reichen, locker. Wo bist du eigentlich? 140 Meter? Ich bin hier neben dem Bauernhaus auf dem Feld. Ah, ich wollte hinten. Ich wollte nicht so nah an unserem Dingens. Ich würde schon gern nah dran, aber ich wollte nicht zu nah dran. Ja, okay. Alles klar. Ah, da hinten ist Besuch. So. Kommt Besuch, der Besuch kommt natürlich hierher. Aber es sind nur 2 Zombies. Ich finde es ganz gut, wie die manchmal einfach die Witterung aufnehmen und einfach so in die Richtung. Kann es sein, dass von mehreren Seiten gerade Zombies kommen?
Oder war das gerade ein Geier? Oh ja, zwei, drei Geier sind hier auch wieder. Die Geier haben unser tolles Zuhause. Zwei Geier. Ich würde sagen, ein Geier, aber jetzt ist ein neuer dazugekommen. Es sind wieder zwei Geier. Und natürlich noch ein Kollege, Schnürschuh. Jetzt beruhigen wir uns mal wieder, hm? Oh. So. Okay. Ich muss warten, nicht zu schnell zielen, etwas geduldiger sein, der da hinten bleibt. Okay. Ach ja. Diese Geier, ne? Die sind einfach so eine Pest. Ja, die sind halt echt nervig, weil du die halt auch manchmal gar nicht richtig triffst, weil die so rumeiern. Ja, genau. Das machen die da oben gerade nicht weniger. Und solange man zielt, kommen die, glaube ich, auch nicht. Ach, guck mal, der Meister ist schon fast weg. Ich bin ein Geier. Fliegt halt durch den Wald. So, warte. Mist, das war. So, Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist auch weg. Hä? Was ist mit ihm hier? Klatsch. Hey! Lebst du noch? Hä? Oh nein, was mit dem? Gleich mal Tierschutzbund anrufen. Nicht. Warte mal, ich mach mal hier. Das sieht man leider nicht. Warte mal, ich probier mal was. Oh, hey. Oh. Gibt sogar noch ein. Gibt noch ein Fleisch. Oh, sogar zwei Fleisch. So, was passiert eigentlich? Schön. Brauchen wir dieses Haus noch? Das hier? Ja. Also ich brauche das nicht. Oh, kannst du das ausprobieren? Das ist natürlich ganz schön. Ne? Also man könnte es aufmöbeln, aber es ist halt auch nur Holz. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, wuh. Habe ich Holz dabei? Nee, ne? Toll. Was denn? Ich habe noch ein bisschen Holz dabei. Wie viel? Ich habe eigentlich, ich hab 219 leider nur. Ah, ja, gut, das könnte aber reichen. Darf ich die abnehmen? Ich habe gerade versucht, was passiert, wenn man unten den Kamin ein Stück weghaut. Ich dachte dann, dass der vielleicht komplett runterkommt. Okay, schauen wir nicht. Der klebt wahrscheinlich am Haus. Traurig, traurig, boah, also diese Physik in diesem Spiel widert mich einfach an. Was willst du machen, Tobi? Was willst du machen? Das ist enttäuschend. Das ist einfach enttäuschend. Man steckt halt nicht drin bei den Entwicklern. Gott sei Dank nicht. So, ich mach mal ein paar Holzrahmen, ne? Ja. Ich mach mal 10. Ich hoffe, das reicht. Ich will das hier nur abmessen gerade ein bisschen. So. Oh, der Zähler bereitet, das wird ja richtig köschelig. 5. So. Nee, nicht Zehner bereitet. Das will ich ja gar nicht. Ich wollte nur ganz kurz das Grundstück hier abmessen. 2, 3, 4. Na toll. 5. Ja, ich glaube, ich brauche nochmal 10. Ich finde es nämlich schwer, bei dem Boden hier zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Wenn man so einen Durchgang mit Turrets baut, ne? Ja. Meinst du, der sollte eine Zweierbreite haben oder eine Dreierbreite? Dass die Zombies da auch gut durchkommen. Das ist eine gute Frage, Erik. Ich glaube, bei so vielen Zombies macht eine Dreierbreite sogar Sinn, oder? Ja. Ja, stopp. Wobei, am besten ist eigentlich Zweierbreite, oder? Aber dann, ich habe Angst, dass sie sich gegenseitig ein bisschen abdrängeln, womöglich. Und dann versuchen, die Wände einzureißen von draußen schon. Bei 3 geht einfach, da gehen die einfach alle rein und stecken dann erstmal fest. Okay, das stimmt.
das irgendwas? Nee, das sind nur Büsche. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ist das hier eine Dreierbreite oder? Das ist, glaube ich, sogar eine Viererbreite. Okay, warte mal. 1, 2. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Jetzt hole ich mal eine Viererbreite. Ja. Go. Sieht vernünftig aus, auf jeden Fall. Ich hoffe, das wird alles so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube zwar noch nicht, aber... Okay, dafür brauche ich jetzt mal... Soll ich von unserem Haus mal ein paar Stahlgitter wegreißen erstmal? Weil die brauchen wir ja sowieso daran nicht, wenn wir erstmal für den Blutmond arbeiten gerade. Ja, 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 mach mal. Das spart uns, glaube ich, ein bisschen Zeit. Deswegen gehe ich da jetzt ganz gemütlich hin. So. Was machst du gerade? Ich Betriebsgeheimnis. Ach ja, Mist, ich wollte gerade wieder fragen, Militärfaser, wir brauchen diesen blöden Chemietisch. Ja, ich weiß, diese scheiß Messbecher, ne? Ja, Mann, das ist halt das größte Problem überhaupt. Wenn wir die hätten, ne? Unser Leben wäre ganz anders. Ich verstehe halt auch echt, also das will mir, die machen das doch bestimmt nur, damit es halt nicht so einfach ist. Ja, weil natürlich. Messbecher, Alter, du kannst ja alles craften in dem Game, außer ein Messbecher, what? Ja, natürlich, das ist genau deswegen so. Aber guck mal, was wir alles gelootet haben. Die Droprate ist halt scheinbar echt gering. Mhm. Vor dem Krankenhaus, an den Chemietischen, überall. Warte, eine Sekunde. Ich muss kurz E drücken und looten. Ich kann da nicht aufhören. Aus dem Weg, schnell, aus dem Weg! Oh, Entschuldigung! Vorsicht, da kommt eine Wand! Oh Gott. Oh Gott, da kommt noch ein Stein. Vorsicht, Eriko, nein. Oh Gott, Legspike. Der größte Feind. So, hab. Man sieht ja trotzdem, was wir bauen wollten. Ja, was denn? Hier. Boah, Tobi, Alter. Du verwöhnst mich. Blutmond. Hat immer nur einen Schuss, leider, aber wenn du den Kopf triffst, dann ballern die Dinger. Ja. So, ich mache hier. Schön. Wo ist denn der Mond? Da! Dumme Sau! Ha! Amerika! Boah, sind, glaube ich, echt ganz cool, ne? Die Jagdgewehre. Vor allem Level 6 wieder, geil. Ja, die, wie gesagt, die schießen halt nur einmal, aber wenn du halt triffst. Ja, die machen ordentlich Damasch. Damasch, Alter. Es wird nie alt. Okay. Wie macht man es jetzt am schlausten? Wenn man jetzt eine mit Bar... Gummi! Entschuldigung. Tobias, bitte. Entschuldigung, ich wollte nur mal einen Hinweis geben an die junge Bevölkerung da draußen, ne? Ich hab Latexallergie. Ganz ehrlich, das ist diskriminierend, was du ja von dir gibst. Okay, Entschuldigung. Ich fühle mich verletzt. So, warte. Gut, warte. Gibt bestimmt auch Kondome aus Pflanzenfaser. Halt! Naturbasis. Okay, warte mal, wenn ich hier jetzt... Ich mach mal hier, ne? Scheiße. Was denn? Nö, nix. Ach so, das war dein Statement gerade. Okay. So, das sind hier quasi... Das wird so ein bisschen... Der Walk of Torture. Bitte was? Ne? Ja, weil hier alle zwei Dinger könnte man zum Beispiel sagen. Warte mal, hier geht's ja eh. So. Die Holzrahmen können wieder weg. Moin. Hey. So, also wenn das hier der Tunnel ist, ne? Also dieser Steg, wo die rüber müssen.
Stahltüren sind nur zwei breit, ne? Aber Zweierbreite ist das nicht zu... Kann man zwei Stahltüren nebeneinander machen oder so? Kann man theoretisch gesehen schon, glaube ich, oder? Oder halt wirklich alles voll mit Stachelbrat... Brat. Bratan. Alles voll mit Stachelbratan. Bratan. Ich weiß nicht, was besser ist. Man müsste es halt ausprobieren. Ich schenke mir gerade ein Getränk ein. Das finde ich gut. So. Also die Idee war halt, alle zwei Dinger ist hier halt so ein Selbstschussanlage quasi dahinter. In so einer Ding. Oh, danke schön. Jetzt kriege ich noch ein zweites Getränk reingebracht. Cool, das ist ja geil. Ja, toll, wer bringt mir Getränke? Ah, keine Sorge, es ist nur ein Energy Drink, Tobi. Gib mir einen Kaffee gleich mal. So, hier vielleicht noch nicht, weil da der Eingang ist. So. Lass mich raten, man kriegt dafür niemals genug Munition zusammen. Für die Turrets, ja. Aber die Frage ist... Wir bräuchten halt eine Menge Schießpulver und so ein Sheet. Dafür bräuchten wir aber wiederum den Chemietisch, den wir halt leider auch nicht haben. Ja, aber wenn man da Türen reinbaut, nur mal so als Idee, und angenommen, da wären keine Selbstschussanlagen, sondern wir wären da hinter den Kulissen und könnten durch die Fenster schießen einfach. Das wäre natürlich auch erstmal, dass wir quasi unsere eigene Turret sind. Das ist an sich erstmal gar nicht so blöd. Ich weiß natürlich nicht, wie schnell die Zombies da rausbrechen dann, letzten Endes. Das kann ich nicht sagen. Ach, scheiße. Was denn? Wenn du mal Zeit hast irgendwann, ich bräuchte... Ja? 160 geschmiedeten Stahl. Was? Ja, frag nicht. Was genau hast du vor? Erik, bitte, das ist jetzt wirklich ernst gemeint, bitte frag nicht. Okay, ich komme gleich rum, ich schmeiß das an. Kein Stress. Kannst du den nicht auch selber machen oder hast oder nee, musst du dafür? Da musst du dieses Dings gelernt haben, leider. Ja, guck mal. Oh. So, das hier wäre quasi der Walk of Torture. Ich mag den Namen. Okay. Die müssten dann quasi hier rein, um zu uns durchzudringen. Ich glaube, Stacheldraht wäre tatsächlich das Beste, aber ich glaube, bei Stacheldraht brechen die halt relativ schnell durch, oder? Ah, das ist wahrscheinlich genauso sinnlos wie diese Holzdinger wahrscheinlich. Da laufen die so easy, die drücken sich da gegenseitig durch. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Okay. Ich mach da gleich weiter. Wir brauchen auf jeden Fall Zement dafür. Sehr viel Zement. War es gerade in-game oder war das jetzt am Mikro? Ich hab, glaube ich, kein Geräusch gemacht. Nee. Hast du in-game was gegessen gerade? Nein. Hä? Aber ich hab doch was gehört. So. Ja, so gegessen habe ich nichts. Ich guck gerade bei 7 Days Wiki gerade was. Achso, okay. Vielleicht war das ja das Geräusch. So. Okay, ich habe noch 427 Betonmischung. Oh ja, wir brauchen Sand. Könntest du... Oder dann würde ich sagen, gehe ich dann mal Sand farmen. Ja, Sand organisieren ist, glaube ich, ganz gut. Du brauchst den Erdbohrer dafür, ne? Ja, wir brauchen einen zweiten Erdbohrer unbedingt. So, was wolltest du haben? Stahl, wie viel? Geschmiedeter Stahl, so 160 wäre nice. Wenn das geht. Hallo? 160 sagst du. Ja, wobei, warte mal. Ja, sag mal. Muss, glaube ich, doch nicht sein. Alles gut.
Also du kannst es trotzdem machen, aber ich habe gerade gesehen, das ist bei Advanced Engineering. Der Fuck. Und das kannst du noch nicht. Was wäre es denn gewesen? Rocket Launcher. Wir haben alles für Rocket Launcher, außer halt das Rezept. Also wir haben es halt noch nicht geskillt. Oh, okay. Na gut, also 160 kriegen wir hin, aber dann haben wir kein Eisen mehr. Und Eisen brauchen wir, glaube ich, gerade noch für Stahlgerüste, oder? Ja, nee, lass erst mal. Wir können es eh nicht machen. Okay, vielleicht schmelzt sich aber mal ein bisschen mehr Eisen ein. Wir haben, glaube ich... Oh, wir haben nur 5700 hier noch auf Tasche. Oh, das ist... Oh, knall. Was machen wir da? Kriminell wenig. Ich würde sagen, in der nächsten Folge überlegen wir uns damit was. Machen wir das? Nö, überhaupt nicht. Ich habe einfach 3000 jetzt reingeschmissen. Okay, nice. Ja. Gut, vergiss nicht, deinen Kaffee zu nehmen, ne? Ja. Ja, der Kaffee wird dir gut tun und wir werden davon noch sehr viel weitere Kaffee. Also wir werden so viel essen und trinken haben. Ich glaube, wir werden keine Probleme mehr kriegen. Und da trinke ich doch gerade mal ein Käffchen. Ja, gönn dir. Aus dem Glas, aus dem Schraubglas. Alter. Richtig klassischer Genießer einfach. Schmackhaft. Ich habe wieder Mais. 137, na Mensch. Wir haben 52 verrottenes Fleisch, das müssen wir auch mal irgendwann in irgendwas umwandeln. So, dann schmeiße ich mal mein Kappes weg. Ich dachte, wir sind am Folgenende. Naja, 26 Minuten ist jetzt theoretisch gesehen, ne? Ja, gut, das stimmt. Eigentlich, ne? Eigentlich, ja. Jetzt ist es ja so, dass die Leute von uns wahrscheinlich mehr gewohnt sind. Aber man weiß ja genau, alles über 20 Minuten ist Luxus. Wobei du auch 40 Minuten Folgen machen kannst, dann wirst du gefragt, warum waren es keine 50 Minuten Folge? Gut, das kann immer passieren. Und natürlich, zu Recht wird man das gefragt. Ja. Weil, dann kommt natürlich, es gibt übrigens auch die Fragen, warum gibt es nicht zwei Folgen am Tag? Aber ich nehme es halt einfach... Gab es auch schon. Ach krass. Ja gut, das ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass die Leute das gerne gucken. Und wenn wir dann vielleicht doch nicht so viel falsch machen. Genau, die 5 Leute, die noch dabei sind, gucken das halt dann doch ganz gerne. Und 2 von den 5 wollen halt Doppelfolgen. Geil. Ja, das ist einer vielleicht. Weil der gerade im Krankenhaus liegt und Motivation braucht, die Sache durchzuziehen. Oder einfach extreme Langeweile hat. So, wenn ihr 2 Folgen am Tag macht, fällt es mir viel leichter, mich für den OP anzumelden. So. Ach ja. Na gut, Tobi, dann würde ich sagen, nächste Folge. Ja, das klingt nach einem Plan. Alles klar. Oh. Ich stecke fest, ich komme nicht mehr durch. Warte, ich helfe dir. Schokolade. Oh, ja, geil, danke. Oh. So. Keine Ursache, Tobi. Keine Ursache. Danke. Keine Ursache. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.